Ja, mei, servus, grüßt euch miteinander. Wir sind wieder da bei Let's Play Traviana. Ja, mei, ja, schauen wir mal, da liegt er, geht der Römer. Da liegt er gut. So, bei der letzten Folge, geht, da hat der andere, der, weißt schon, der andere Depp da, der hat da ein bisschen rumgefuscht, habe ich mitgekriegt. Und der ist da die ganze Zeit nur baden gegangen, habe ich mitgekriegt. Finde ich nicht so toll, muss ja nicht sein, gell. So, schauen wir mal, stinken tun wir. Ja, gut, da müssen wir uns halt waschen, gell, so schaut's aus. Tun wir uns mal schnell waschen, gell? Und ich hab den anderen jetzt einfach mal, weißt schon, den anderen, der da die ganze Zeit lang rumschwafelt, habe ich jetzt mal rausgeschmissen. Hab gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Let's Play da. Jetzt zeige ich euch mal, wie Traviana tatsächlich funktioniert da, gell? Ja, so machen wir das. Wollen wir mal schauen, was da Sache ist. So, jetzt tut er sich gerade waschen. Hoffen wir, dass er sauber wird mit dem Waschlappen da. Sonst müssen wir noch wirklich in die Badewanne hupfen, das muss ja auch nicht sein. Oder? Was sagt ihr dazu? So, mal ja, ganz andere Frage zwischendrin. Ich habe von einer freundlichen Dame eine Gildeneinladung gekriegt. Die mag mich in ihre Gilde haben. Jetzt ist die Frage, sollen wir tatsächlich in der Gilde gehen? Das ist die Frage. Ich würde sagen, wir machen das ganz einfach. Und zwar tun wir einfach unter dem von mir eingestellten Video einfach die Frage so beantworten, indem wir das so machen. Umso mehr Daumen nach oben gehen, umso sicherer ist die Entscheidung, dass wir in die Gilde eintreten. Jetzt muss ich gerade nochmal schauen, wie die Gilde heißt. Moment, Augenblick. Nachrichten und zwar kein Betreff. Genau, so machen wir das. Und zwar ist das die Gilde Sunnymoon. Genau, so heißt die Gilde Sunnymoon. Die darf uns gern bei einer Aufnehmer. Eine Gilde ist nicht schlecht, ist nicht verkehrt, wenn man drin sind. Macht auch Sinn. Muss aber nicht sein, sage ich mal. Weil wir können auch so spielen, wir können auch so weiterkommen und unsere Ziele erreichen. Ich schau gerade ein bisschen nebenbei, hungrig sind wir, Stinger tun wir nicht mehr gar so, also können wir ja rausgehen, unser Schwein wird uns trotzdem noch mögen, auch wenn wir nicht mehr so Stinger. Und wie gesagt, ich hätte halt einfach gesagt, ihr tut einen Daumen nach oben oder nach unten und ich schaue da mal so in ein, zwei Tagen nach, was ihr meint dazu. Und dann da die sagen, entscheiden wir dann. So machen wir das, gell? So schaut's aus. Also, wenn du sagst, ich mag, dass der Travianer in der Gilde kommt, dann tust du einen Daumen nach oben. Wenn du aber sagst, nein, der soll bleiben, wo er ist, dann bleibt er, wo er ist. Ganz einfach. Okay, so machen wir das. So, jetzt haben wir endlich sauber, frisch und munter, können wir vor die Haustür gehen. Wir haben gesagt, wir werden uns überwiegend vom Brot ernähren. Das heißt, wir werden jetzt erst einmal hier ein bisschen Getreide ernten, damit wir uns wieder Brot herstellen können. Ich würde sagen, wir werden immer so drei Büschel werden wir immer runterreißen, damit wir uns ein bisschen ein Brot machen können. So schaut's aus, so wie wir es machen. Ah ja, und eine andere Entscheidung habe ich auch getroffen, ich werde jetzt nur auf Bayerisch kommentieren, damit ihr mal ein bisschen Gaudi da habt, damit ihr mal wisst, was da Sache ist. Auch wenn ihr mich im ersten Augenblick gar nicht versteht. Auch nicht weiter schlimm. Ich übersetze dann alles unten in den Kommentaren. Nein, Spaß. Das ist einfach heute halt mal eine bayerische Folge. Wir wollen heute halt mal ein bisschen bayerisch schwafeln. Wir wollen ein paar Wörter lernen, so wie Ochkatzelschwarf. Weißt du schon, ist ja nichts Schwieriges, kannst ja du auch sagen. Ist ja kein Problem nicht. Zur Not bringe ich es dir auch noch bei, das machen wir auch noch, ist auch kein Ding nicht. So, wir verteilen nochmal unsere Attributpunkte. Schauen wir mal, also einen haben wir schon mal hier oben auf Bergarbeiter, das haben wir ja, da haben wir schon mal einen Punkt drauf da. Dann hätten wir da noch Stärke, hätten wir da noch Gewandtheit, Widerstandskraft. Konstitution, weiß ich nicht, machen wir das auch, sollen wir das auch machen? Ja, packen wir doch da auch gleich mal zwei Punkte drauf, dann haben wir alles auf einer Ebene. Schaut doch gut aus, so machen wir das. Das ist doch super. So, wie viel haben wir denn jetzt? Da haben wir 4, 5 Getreide haben wir da jetzt, ja wunderbar. Getreide, ein ganz wichtiges Grundnahrungsmittel, weißt schon, gell? Das brauchen wir halt immer, gell? Weil sonst schafft selbst der Beckenbauer das Eckige nicht ins Runde, das Runde nicht ins Eckige, so rum was, gell? So, wir laufen zur Mühle, machen uns ein bisschen Mehl und mit Mehl machen wir uns Brot. Macht ja Sinn, ist ja klar, ne? So wird's gemacht. So machen wir das auch immer wieder. So. So, hau die Neue, auf geht's, mach hin. Wir wollen noch ein Brot essen. Wir wollen ja heute noch vieles erleben, noch vieles machen. Arbeiten gehen müssen wir auch nochmal. Besser gesagt, in die Mine rein müssen wir. Um da ein bisschen was rauszuholen zum Verkaufen. Gut. Die meisten werden sich denken, mei, so ein Depp, jetzt ist ein Erdschürfer. So ein Grippi, wie kommt denn der so auf so einen Scheiß? Ganz einfach,
Das ist meistens sehr begehrtes Zeug. Und das heißt, wenn wir da richtig schön was schärfen an Erz, dann können wir das auch relativ schnell loswerden. Das ist da der ganz einfache Hintergedanke meiner Art und Weise. Das heißt, egal wie viel man schärfer, wir werden es immer schnell los. Das ist halt recht sinnvoll, da die sagen, ne? Ich glaube, das irgendein da eine oder andere genauso wie. Jetzt haben wir noch einmal Getreide, das haben wir noch mal schnell durch da. So, hau nein, das zeige ich jetzt. So, wunderbar, so machen wir das. So, jetzt können wir hier wieder in unsere wunderbare Taverne gehen. Wo läufst denn du hin? Ah, der geht durchs Hintertürchen. Ah ja, okay. Geh mal halt von hinten rein und komm vorne raus, weißt schon, ist klar. So, ich hätte gern was zum Essen, gehe. Mein eigenes Brot hatte ich gern essen. Wie viel haben wir da jetzt? Zwei Stück Reihe, oder? Ja, wunderbar. So, zwei Stück Reihe. Jetzt schauen wir hier. 29 Aktionspunkte haben wir auch noch. 129 Berufspunkte haben wir hier. Ist so ganz schön übertrieben. He? Jetzt werden wir dann nochmal schnell eine Runde spielen. Was spielen wir? Was kennen wir denn besonders gut? Ich habe gedacht, Käsekästchen kann man spielen. Dieses ist doch ein super Spiel. Das hat ja beim letzten Mal nicht so funktioniert in der Folge, wo wir da zocken wollten. Haben wir keinen gefunden, fand die recht scheiße. Deswegen. Oh, der viel Scheiße hab gesagt, ich weiß gar nicht. Das habe ich schon wieder gesagt, ja, verdammt. Wenn wir ja sehen, wenn YouTube mir einen Strike setzt, dann habe ich es zu oft gesagt. Wenn sie es nicht tun, habe ich es nicht oft genug gesagt, dann sagen wir es noch öfters. Okay, so schaut's aus. So werden wir es machen. So schauen wir mal, ob es weitergeht. Oder vielleicht werde ich es doch zensieren, mal schauen. So. Findet man den jetzt einen, der da mitmacht? Oder findet man keinen? Was machen wir noch? Dame. Dame kennt so lange dauern. Domino. Kampftiegel. Kampftiegel kenne ich auch noch nicht. Komm, Kampftiegel machen wir auch noch. Komm, auf geht's. Was? Vier Spieler, bist du irre? Na, mit vier spielen wir nicht. Du bist der irre mit vier Stück. Ja, leck mich da. Nein, nein, das machen wir nicht. Das sind vier Stück, das sind noch viel zu viele. Ja, bist du denn des Wahnsinns? Das machen wir zwei. Wir wollen ja. Ich will das Let's Play ja nicht unendlich in die Länge ziehen, weißt du schon. Wir sind jetzt auch schon gut weit und jetzt schauen wir mal, dass wir da jetzt noch jemanden finden, der damit uns zockt. Komm, auf geht's. Käsekästchen und Kampftiegel. Also Käsekästchen kann ich ja, das ist ja nicht weiter schwer. Das kann die auch noch gewinnen, wenn es geht. Aber Kampftiegel sagt mir jetzt gar nichts. Ich schaue mir jetzt einfach mal an. Und wenn es uns Spaß macht, machen wir es öfters. Und wenn nicht, dann lassen wir es gleich wieder sein. Ganz einfach, so machen wir das. Und hier unten sehen wir, hier ist nochmal Blackjack, Blackjack offen, Backgammon hätten wir noch offen. Bloß ich darf halt gern Käsekästchen und Kampftiegel spielen, gell? Weißt du schon? Schauen wir mal, ob da einer mitmacht von den Herren. No? Macht da einer mit oder macht da keiner mit? Aber weißt du was, wir machen das jetzt einfach zu, das können wir ja machen. Und der Wein, werden die da suchen, oder bis sich da irgendeiner findet, der spielt. Dort die sagen, gehen wir jetzt einfach mal da hoch und schürfen noch mal ein bisschen Erz, weil da haben wir jetzt nur noch zwei und mit zwei kommen wir nicht weit. Besser gesagt, da kriegen wir auch nicht viel für. Also nein, Tüten und Erzschärfer, dort die sagen. Jawohl, leider. Und wir können natürlich, das fällt mir auch gerade ein, wir können gleich noch mal schauen, ob wir eine bessere Spitzhacke finden, damit wir mehr abbauen können. Das finde ich auch schön. Umso höher die Stufe ist, umso bessere Spitzhacken kannst du benutzen. Und dann kannst du damit auch mehr abbauen. Macht ja Sinn. Weil irgendwann brauchen wir auch mal ein bisschen was zum Verkaufen. So, jetzt haben wir wieder drei rausgeholt. Schauen wir mal. So, jetzt gib Gas da. Boah, mach ich. So, jetzt fünf gleich. Ja, wunderbar. Ja, du bist ja der Größte. Jawohl, ja, das Spiel ist voll. Was haben wir denn? Was ist denn? Käsekästchen ist voll. Okay, wunderbar. Wir spielen 5 auf 5, soll ja nicht lange dauern. Geht ja eh recht schnell, wir fangen an. So. Der macht da unten einen hin, machen wir da einen hin. Aha, der kommt hoch zu uns, also gehen wir daher. So, da machen wir da einen hin. Müssen wir bloß aufpassen, dass er es nicht zurückbaut. Da machen wir da einen hin. Kreuznippelnasen machen wir da hin. So, schauen wir mal. Was haben wir da? Machen wir da oben weiter. So, ich hoffe, das dauert jetzt nicht allzu lang. So, da hin. Jetzt muss ich mich voll konzentrieren, also nicht wundern, wenn ich etwas leiser werde.
nicht weiter schlimm. Und ich fand es auch super, dass mein Handy jetzt mit Nein geschrien hat, fand die wunderbar. Das heißt, ich darf jetzt ein Viertel davon ausschneiden, was ich hier spiele. So, jetzt also. Ah, Gott, zu fix, jetzt habe ich nicht aufpasst, verdammt. Nein, Gott, zu nochmal nein. So. Jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir hier alles zugebaut. Jetzt dort die Song. Um mich nicht allzu viel schon zum Schenker, machen wir es so. Und dann können wir da unten immer weitermachen. Ja, das schaut doch gut aus. Jetzt kriegt er die Felder da. Die kann er auch gern haben. Jetzt muss er nicht mehr uns was schenken. Schauen wir mal, was er uns gibt. Ach so, wir sind wieder dran. Also gehen wir eben den oben an. So, da geschenkt, geschenkt. Gibt uns die zwei, die nehmen wir auch mit. So, jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir mal, jetzt schauen wir mal. So, wir geben mal, was wollen wir denn da? Wir geben die zwei da unten, gehen wir eben. Weil ich will nämlich hier das in der Mitte will ich haben. Ich hoffe doch mal, dass ich krieg. Ich glaube, wir kriegen es nicht. Obwohl doch, vielleicht kriegen wir es doch. Wir geben in dem zwar nur. Ah, verdammt, dann gibt er uns das Zeigel da oben und dann müssen wir ihm das geben. Verdammt. Ah, jetzt haben wir verloren. Das tut mir leid, das ist nichts gewonnen. Das und das kriegen wir. Und den Rest kriegt er. So schaut aus. Tatsache, ja. Den Rest kriegt tatsächlich er. Ja, greift gut die Nasen nochmal ne. Das ärgert mich jetzt schon. Naja gut. So soll es sein, dann hat er halt gewonnen. Okay, haben wir Käsekästchen auch mal gespielt. Tun wir noch ein bisschen Erdschürfen. Da unten ist gerade der Taube gekommen. So, die Taube schaue ich mir aber dann an, wenn ich hier fertig bin mit der Aufnahme. Weißt du schon. Dann schaue ich da mal in Ruhe rein. So, jetzt tun wir noch ein bisschen Erdschürfer da. Schauen wir mal, dass wir da ein bisschen was rausholen. Ich weiß, das ist halt wie einfach wie Minecraft, gell? Wenn du in Minecraft was brauchst, musst du erstmal abbauen gehen, dann musst du erstmal abbauen und wenn du erstmal ganz so viel abbaust, dann sind die meisten schon recht ungenervt und sagen, ja Gott, T-Fix kann ja immer was anderes machen. Aber tut mir leid, es muss sein, gell? Weil wir brauchen was zum Verkaufen. Und wenn wir nichts zum Verkaufen haben, dann haben wir auch kein Geld. Und wenn wir kein Geld nicht haben, haben wir keine Rüstung, nicht? Das ist ja logisch. Macht ja Sinn, gell? So müssen wir es machen, okay? So schaut's aus. Anders, da geht's halt nicht. So viel haben wir da jetzt. Wir sind jetzt bei nur 44 sind wir jetzt. Jetzt verkaufen wir die 44 mal. Entscheiden mal, was wir rausholen. Ich hoffe, ein bisschen Geld holen wir raus. So soll es sein, gell? So, jetzt laufen wir da runter. So, und dann schauen wir gleich nochmal nach einem gescheiten Werkzeug da, weil so geht das ja nicht, hey. Da bauen wir uns ja einen Wolf, bis wir da irgendwann mal auf einen grünen Zweig kommen, gell? So schaut's aus. So, jetzt haben wir da unten. Wir stellen natürlich unser Erz ein. So, Erz. Wir haben 44 Erzkammer. 44 Stück haben wir, meine ich. Und wir verkaufen natürlich zum Maximalpreis. So schaut's aus, gell? Wir wollen ja was verdienen dort. So, einstellen, danke. Servus, für die mal kurz. Haben wir jetzt die Einzigen? Nein, wir sind nicht die Einzigen, da sind noch mehrere da. 132 mal 1000 Stück, 46.000 haben wir da, 8 mal 1000 haben wir da, 820 haben wir da. Ja, okay, das ist schon eine schöne Summe, finde ich. 161 Gold dafür, das ist nicht schlecht. Das darf ich mir auch gerne wünschen. So, jetzt warten wir, dass uns irgendjemand das abkauft. Derweil schauen wir mal zum Werkzeughändler, was der so hat. Ob der eine gescheite Axt für uns hat. Ja, genau, das haben wir gut gemacht, gell? Wunderbar. Gleich mal direkt im falschen Laden eingelaufen. Wunderbar, da ist der Werkzeughändler, da wollen wir hin. Ja, so ein Schrott haben wir da jetzt zusammengelaufen. So, jetzt, was haben wir da? 0,5, das hat man letztes Mal schon. Ein Erz plus ein Erz für 3 pp plus 3 Erz haben wir dann. So, jetzt kosten 17 Silber. Könnten wir uns leisten. Wie sollen wir das echt schon machen? Wir haben jetzt 0,5 Erz für 1 pp plus 0,5. Besser war schon, gell? Ich glaube, wir kaufen die. So. Wir haben ja ein bisschen Erz haben wir schon wieder rausgehauen.
So, dann laufen wir wieder da rauf. Ist halt blöd, wir hängen jetzt da an der On-Quest da von wegen, wir müssen Kaffee und so. Aber gut, das kriegen wir schon noch hin, das ist ja kein Problem nicht. Vier Brote haben wir noch, davon können wir uns schon mal nochmal über den nächsten Tag retten, wenn es ist. Ja, das reicht auch noch. So, das heißt, wir gehen jetzt nochmal Erdschäfer. Und ich sehe schon, mein Wecker klingelt auch schon wieder, der sagt auch schon wieder 15 Minuten sind rum. Wir müssen wieder Ende setzen. So schaut's aus, gell, liebe Freunde der Nacht und des Tages. Ja, ich darf sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und da schaut's her. Was habe ich gesagt? Plus 12 haben wir gleich mal rausgeholt. Das heißt, umso besser die Spitzhacke, umso mehr holen wir auch raus. Das ist doch wunderbar, mehr wollten wir auch nicht. Und umso schneller steigen wir natürlich auch auf. Das sieht man hier oben wunderbar, jetzt gleich, wenn er rauskommt. Sieht uns gleich, da machen wir einen ganz schönen Ersatz nach vorn. Finde ich gut. Machen wir weiter so. So sehe ich das gern. Und ich verabschiede mich dann erstmal. Okay? Mit bayerischer Sprache, mit bayerischem Slang werden wir vielleicht auch die nächste Sendung weitermachen. Ich weiß es noch nicht. Mal schauen, wie ich drauf bin, wie ich Lust habe. Aber trotzdem sage ich für heute erstmal ciao und baba. Bis zum nächsten Mal.